freiverkäuflichen Schmerzmittel sind unterteilt in 5 verschiedene Wirkstoffe. Und hier unterscheidet man grob nochmal 2 verschiedene Gruppen. Der eine Bereich ist neben der schmerzstillenden Wirkung, haben diese Mittel eine antientzündliche Wirkung und eine fiebersenkende Wirkung. Und die andere Gruppe, in der ein Wirkstoff zu finden ist, da fehlt die antientzündliche Wirkung. Hier geht es rein um eine Schmerztherapie und um das fiebersenkende Element. Dieser Wirkstoff ist der älteste Wirkstoff, den man in der Schmerztherapie kennt. Das ist das Paracetamol. Das Paracetamol hat eben diese schmerzstillende Wirkung und eine fiebersenkende Wirkung. Kann schon im Säuglingsalter im Rahmen von Zäpfchen ab 3 Kilogramm verabreicht werden und eben bis zu Tablettenform dann auch im Erwachsenenalter. Die anderen Wirkstoffe, ich nenne sie einmal, das ist die Acetylsalicylsäure, Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen. Diese 4 Wirkstoffe wirken alle relativ vergleichbar, das heißt, sie haben eine schmerzstillende und eine hohe entzündungshemmende Komponente. Die Unterschiede sind eben auch nur in der Altersbeschränkung. Bei diesen Wirkstoffen ist noch zu benennen, dass das Ibuprofen auch schon ab 3 Monate im Bereich der Zäpfchen zugelassen ist und dann für ältere Kinder durch Säfte verabreicht werden kann. Und die Wirkstoffe Naproxen, Diclofenac und Acetylsalicylsäure sind erst ab einem Alter von 9 bzw. 12 Jahren geeignet, weil hier die Gefahr der Nebenwirkungen doch zu groß ist.